Frau Präsidentin, anwesende Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der demokratischen Fraktion! Es geht heute um den Haushalt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Name ist trügerisch, denn das heutige Familienministerium ist wesentlich mit der Zerschlagung der Familien, der Entrechtung ungeborenen Lebens und der Entdemokratisierung Deutschlands beschäftigt. Demokratie ist nach Lesart der Ampel, wenn die Regierung einem sagt, wen man wählen darf und wen nicht. Außerdem ruft die Regierung dazu auf, gegen die Opposition zu demonstrieren, und der Bundespräsident vergleicht die Opposition mit Ratten. Genau das ist typisch für totalitäre Politik. Wir von der AfD stehen als einzige Fraktion zur Demokratie, zur Meinungsfreiheit und zum Grundgesetz. Die internationalen Sozialisten der Ampel haben den Begriff der Demokratie so weit ausgehöhlt, dass de facto nur noch jene, die sich ihrem Meinungsdiktat unterwerfen, als Demokraten gelten. Das sogenannte Programm Demokratie leben, aber auch das vielbeschworene Demokratiefördergesetz sind daher Maßnahmen, die nicht zur Förderung der Demokratie dienen, sondern zur Abschaffung von Demokratie und Meinungsfreiheit. Und dem stellen wir uns überall entgegen. Nur noch 40% der Deutschen glauben, ihre Meinung frei äußern zu können. Das ist einer Demokratie unwürdig. Verantwortlich dafür sind die Totalitaristen auf der Regierungsbank. Hass und Hetze gegen Millionen Oppositionelle, skandiert auf Deutschlands Straßen, sind salonfähig. Angefeuert von skrupellosen Demokratiefeinden wie Ihnen, Frau Paus, und leider auch von der Scheinopposition der CDU, Sie alle gefährden die Demokratie in Deutschland. Heute, vor 91 Jahren, übernahmen die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland und zerstörten unsere Demokratie. Und daher ist es heute besonders notwendig, vor einer neuerlichen Zerstörung unserer Demokratie durch die Internationalsozialisten von SPD und Grünen zu warnen. Denn, meine Damen und Herren, nie wieder ist jetzt. Ich habe die Uhr angehalten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Steffen? Na bitte. Herr Reichert, Sie haben es ja hier zur Angewohnheit gemacht, bei der Anrede zu sprechen von sehr geehrten Damen und Herren der demokratischen Fraktion. Also Sie benutzen den Singular. Ist nicht gerade das Ausweis Ihres Gedankenguts, also dass Sie tatsächlich gedanklich schon bei einer Einparteienherrschaft ist, wenn nach Ihrer Sicht nur eine Partei demokratisch ist, dann sind wir eben gerade nicht bei der Demokratie, sondern bei der Einparteienherrschaft. Und ist nicht genau gerade das Ausdruck dessen, was Sie hier tatsächlich im Schilde führen? Und wenn Sie hier von skrupellosen Demokratiefeinden sprechen, dann muss man sagen, ja, wir sind Feinde dieses Demokratieverständnisses, was zugrunde liegt, dass nur eine Partei das Sagen haben kann. Und da kann man sagen, ja, davon sind wir Feinde. Ja, da kann ich Ihnen hervorragend darauf antworten. Laut einer Umfrage ist es unter Ihrer Regierung dazu gekommen, dass 40% der Deutschen nur noch der Meinung sind, ihre Meinung frei sagen zu dürfen. So viel zu dem Totalitarismus, den Sie hier in dieses Land hineingetragen haben. Meine Damen und Herren, hören Sie doch auf zu schreien. Hören Sie doch auf zu schreien. Bleiben Sie doch mal bei Demokratie. Ich habe Ihre Zwischenfrage zugelassen. Sie lassen unsere Zwischenfragen nie zu, meine Damen und Herren, weil Sie, und das sage ich Ihnen jetzt auch mal, weil Sie intellektuell überhaupt nicht in der Lage sind, uns in der Sache zu stellen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Es sind doch Ihre Fraktionen hier von den linken Blockparteien, die uns aus dem demokratischen Diskurs ausschließen. Das tun doch Sie. Und wenn ich jetzt eine Replik liefere, dann stellen Sie sich mit einer weinerlichen Zwischenfrage hier hin und wollen den Leuten erzählen, Sie sind Demokraten. Nein, gerade Sie Grünen nicht. Sie gehen zurück auf K-Grüppler, die Kommunisten geworden sind, weil sie wussten, wie die Kommunisten von Mao bis Pol Pot mit politischen Gegnern umgehen, meine Damen und Herren. Das sind Ihre Traditionen, und darum sind Sie unser politischer Hauptgegner von den Grünen. Es ist daher gerade heute notwendig, vor der Zerstörung unserer Demokratie durch die Internationalsozialisten zu warnen.
Willfährige Steigbügelhalter sind aber leider dabei auch skrupellose Machtpolitiker von FDP und CDU. Ich sage Ihnen, hören Sie auf, linke Totalitaristen zu unterstützen und zu hofieren. Wenn eine linksradikale Bundesregierung allen Ernstes versucht, die Opposition zu verbieten, indem sie ein Treffen Oppositioneller skandalisiert, das von Staatsmedien vermutlich mit geheimdienstlicher Hilfe ausgespäht und propagandistisch skandalisiert wurde, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Menschen im Lande Parallelen zu finstersten Zeiten unserer Geschichte sehen, meine Damen und Herren. Und um es klar zu sagen, der sogenannte Geheimplan ist eine Lüge, und wir als AfD haben nie etwas anderes gefordert als die Abschiebung krimineller Ausländer und nicht Aufenthaltsberechtigter. Das ist die Umsetzung deutschen Rechts, das Sie von der Ampel mit den Füßen treten, meine Damen und Herren. Die Wähler in Deutschland aber sind zum Glück viel bessere Demokraten als die aus dem Familienhaushalt finanzierte linksextreme sogenannte Zivilgesellschaft. Man sieht das daran, dass unsere Umfrageergebnisse durch ihre Hetzkampagne nicht beeinflusst werden und unser Mitgliederzulauf ungebremst ist. Das ist Demokratie aus dem Volk, für das Volk, und dafür stehen nur wir als AfD. Und für Millionen Oppositionelle rufe ich Ihnen als Ampelparteien zu, die Sie uns als Fäkalienhaufen und eklige weiße Mehrheit beleidigen und uns durch den grünen Striegel den Volkstod wünschen. Ihnen rufe ich mit Otto Wels zu. Freiheit und Leben könnt ihr uns nehmen, die Ehre nicht. Vielen Dank. Ich bitte im weiteren Verlauf der Debatte tatsächlich auch um Respekt gegenüber den Kolleginnen und Kollegen und auch den Mitgliedern der Bundesregierung. Lassen Sie uns auch im Verlauf der weiteren Haushaltswoche hart in der Sache streiten. Das mögen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer so erleben, das Ringen um Positionen. Aber ich bitte darum, alles zu unterlassen, was Kolleginnen und Kollegen persönlich herabsetzt oder denunziert. Das Wort hat der Kollege Sönke Rix für die SPD-Fraktion.